Der war sehr gut. Ja, der war richtig, also der war, ich glaube, das war der, ich lehne mich zu weit aus dem Fenster, ich glaube, das war der beste erste Kuss, den ich hatte. Und zwar waren wir vorher in der Disco und dann sind wir irgendwie noch zu ihr. Und dann habe ich mich so unter die Decke gezogen. Dann habe ich sie so gekitzelt. Es ist nachts, ne? In der Nachtstunde. Ihr wisst ja, nachts, es war nach 2 Uhr. Und dann kam es irgendwann zum Kuss. Dann hat er mich unter der Decke geküsst und das war wirklich ein sehr guter Kuss. Und wie war der? Schön. Ich finde es schwer, Küsse zu beschreiben, was man da so fühlt. Aber er war wunderschön. Ich glaube, dabei möchte ich es belassen. Wunderschön. Ja, ich weiß, voll schnulzig. An sowas richtig Verrücktes erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben viele verrückte Sachen auf Reisen gesehen, aber es war jetzt nicht so wie, wow, ist das gerade passiert? Wurden wir gerade wirklich entführt? Sowas ist nicht passiert. Ich muss immer sehr lachen, wenn ich an die Nacht denke, wo ich eine Blasenentzündung in Portugal bekommen habe und alle 10 Meter auf die Straße gepinkelt habe. Aber es ist ja nicht verrückt, das ist eigentlich nur merkwürdig. Das Verrückteste, was ich jemals getan habe, ist diese erste Thailand-Reise. Aber für mich damals in dem. Der Junge, der noch zu Hause bei Mama und Papa gewohnt hat, war das auf jeden Fall so lange und so weit weg zu fliegen, war fand ich schon crazy. Also ich kann nur für mich sprechen und ich sag Indien. Also wow. Ich glaube, auf der ersten Thailand-Reise, wenn dieses Erleben von neuen Kulturen, dieses Gefühl noch so komplett neu ist, dann ist da noch der größere Lernanteil, würde ich sagen. Also bei Jaco würde ich auf jeden Fall definitiv sagen, alles mit Pasta und ich glaube momentan Spaghetti Aglio Mein Lieblingsessen ist definitiv Pasta. Ich glaube, Spaghetti aglio e olio mit Kapern, mit Oliven, mit Knoblauch und mit Pepperoni. Ja, oh, da hätte ich jetzt wirklich Bock drauf. Kevins Lieblingsessen ist Lasagne? So generell würde ich immer sagen Lasagne. Da halte ich es wie Garfield. Kevin hat am meisten Angst vor dem Tod. Ich hatte immer schon eine riesen Schiss und Bammel vor dem Tod. Ich würde sagen, vor Höhen hat Jan. Ja, nicht wirklich Angst, aber das würde ich jetzt so sagen. Boah Gott, wovor habe ich am meisten Angst? Ich habe vor so vielen Dingen Angst. Jemanden zu verlieren, den ich liebe, da habe ich richtig Angst vor. Ich habe ziemlich große Verlustängste. Und das offene Meer. Oh mein Gott, ich verstehe diese Leute nicht, die mitten aufs Meer rausfahren, kilometerweit und dann ins Wasser springen. Und nicht wissen, was unter ihren Füßen ist. Wisst ihr, wie ich dann ausflippe? Ich flippe dann richtig aus, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich finde wahrhaftig, dass der Kevin aus Shameless Kevin total ähnlich ist. Wahrscheinlich auch wegen dem Bart und der Haarfrisur, aber auch irgendwie, weil er so ein bisschen assi ist und so gechillt ist irgendwie. Und auch so nett. Weißt du, guckst ihn so an und du denkst nicht unbedingt, dass der super nett ist, sondern ist der so voll das Mäuschen. Ich wünschte, ich könnte mich mit V vergleichen, aber ich bin definitiv nicht so hot. Mit V von Shameless. Diese offene, ehrliche, etwas bestimmende, aber auf eine gute Art und Weise bestimmende Art, die Wieso hat. Ja, doch. Definitiv die Augen. Die sind es von Anfang an gewesen und sind es noch bis heute. Das ist auch das allererste, was mir aufgefallen ist. Den Hintern. Und ihre zarten kleinen Händchen. Manchmal doch schon dieses top organisiert sein. Wenn ich mich da manchmal im Vergleich sehe, denke ich mir, Alter, dass du es geschafft hast, 25 zu werden. Ich meine, ich könnte es wahrscheinlich, aber ich habe nicht diesen Antrieb für Organisation. Und den hat sie. Und manchmal würde ich auch gerne so gut reden können wie sie. Also nicht unbedingt reden, aber mit Worten umgehen. So im Allgemeinen. Das würde ich auch gerne können. Definitiv auf innere Ruhe. Ja. Das hat der angeboren. Das ist so krass einfach. Das, wofür ich so viel tue, das hat der einfach. Ja, das ist so wie, als wenn zwei Menschen unbedingt eine Kleidergröße 36 haben wollen. Und die eine hat das einfach und die andere muss jeden Tag dreimal zum Sport laufen und nur Salat essen. Ja, ich bin die mit dem Salat und Kevin ist die mit den guten Genen. Ja, Toilette ist für mich persönlich ein großes Tabu. Also zumindest kacken.
Auf jeden Fall auf Toilette gehen. Also nicht klein, sondern kacken gehen halt. Bei mir ist es sowieso irgendwie abgegrenzt und Kevin ist da aber auch ganz genau. Ja, der kann das überhaupt nicht ab. Ich bin schon froh, dass ich es schaffe auf öffentlichen Toiletten mittlerweile, wo wir so viel unterwegs sind. Aber wie es bei denen hier auf dem Scheißhaus steht, zum Reisen braucht man Schuhe, zum Scheißen braucht man Ruhe. Wenn wir zum Beispiel in Hostelzimmern sind oder so Lokalitäten, wo zum Beispiel man immer hört, was im Badezimmer passiert, dann muss ich oder er immer ganz laut Musik anmachen. Ich kann auch nicht mal kacken, wenn ich weiß, da steht jemand vor der Tür. Und dann stehe ich manchmal so an der Tür und klopfe so und sage so, ich kann nicht hören, plumps. Dann rastet der richtig aus, ne? Ja und nein. Also ich glaube an Gott, aber ich glaube, dass wir alle Gott sind. Und nicht irgendein Wesen, zu dem man beten kann. Also so ein bisschen in die Richtung, wir sind alle Energie. Ich bin gespannt, was Kevin sagt. Kurze Antwort wäre ja. Lange Antwort wäre nein. Gott, Allah, das sind die einzigen zwei Götter, die mir monotheistischen Götter, Jahwe, wobei theoretisch diese drei Götter ja jeweils den gleichen darstellen. Nicht in diesem Sinne. Gott ist für mich nicht eine höhere Instanz, die uns Menschen Regeln vorgibt, damit wir in den Himmel kommen. Gott ist für mich Energie. Das universale Bewusstsein oder göttliche Energie. Ich will jetzt nicht zu ausschweifend werden darüber, deswegen belasse ich es, glaube ich, daran. Aber um es runterzubrechen, ja. Ich glaube Kevin. Ich glaube ich. Aber wir sind auf sehr, sehr unterschiedliche Weise in sehr, sehr unterschiedlichen Situationen kindisch, glaube ich. Aber ich glaube, er ist ein bisschen kindischer. Sie. Also, wenn einer von uns beiden in dieser Beziehung öfter seinen Kopf durchsetzt, dann ist es definitiv sie. Ich bin auch ein Dickkopf, aber nicht so oft wie sie. Ich bin der Coolere. Er wird sagen er, aber ich bin cooler. Definitiv. Ich bin schon ein bisschen cooler als sie. Das will sie nicht immer wahrhaben, aber ich bin schon ein bisschen cooler als sie. So ein bisschen cooler. Sie. Ja. Paranoider, aber auch im Sinne von vorsichtiger. Was ist wenn und bla bla bla. Und ich bin dann eher immer derjenige, der sagt, als ob, chill mal. Die letzten zwei Fragen sind durchgestrichen. Das sind die beiden letzten, die haben mich gestrichen. Hast du mir fucking die ganze Zeit zugehört? Nein, die ganze Zeit. Du Arschloch. Wir müssen los. Ja, wie spät ist das? Spät genug, als dass wir dringend los müssen, wenn du heute noch deine Bachelorarbeit ausdrucken willst. Is it me you're looking for?